Ja, meine Damen und Herren, wenn das Licht gedimmt wird, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir anfangen. Ich hatte gerade auf die Uhr geschaut und dachte mir, vielleicht warten wir noch 5 Minuten, weil ich ja weiß, dass die Parksituation hier nicht die einfachste ist. Aber nun beginnen wir. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Göring. Es sind ja einige heute hier im Auditorium, die zum ersten Mal da sind. Ich leite seit vielen Jahren die gemeinnützige Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Das ist die Stiftung, die Gerd Bucerius 1971 gegründet hat und die mit seinem Tod 1995 sein gesamtes privates Vermögen aufgenommen hat. Nun, was tut diese Stiftung? Unter anderem ist sie die hundertprozentige Eigentümerin dieser Bucerius Law School. Die haben wir vor 19 Jahren errichtet. Sie ist also mittlerweile volljährig, noch nicht erwachsen. Wer ist mit 19 schon erwachsen? Aber volljährig ist sie. Wir haben rund 600 Studierende. Alle diese Studierenden bereiten sich hier auf das Bachelor-Examen vor, nach 3 Jahren und am Ende des 4. Jahres dann auf das erste Staatsexamen. Ja, mehr als die Hälfte derjenigen, die hier das Staatsexamen erwerben, machen weiter und promovieren an dieser Hochschule. Wir haben zurzeit 260 Doktorandinnen und Doktoranden und auch 5 Habilitanten, also junge Nachwuchswissenschaftler, die sich hier auf die wissenschaftliche, die rechtswissenschaftliche Forschung und Lehre vorbereiten und hier habilitieren. Sie sehen, eine staatlich anerkannte Hochschule mit dem gesamten Programm vom Bachelor bis zur Habilitation. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen wollten, aber ich denke, wenn Sie schon mal hier, sind, sollten Sie auch das wissen. Sie haben mittlerweile auch mitbekommen, dieser Saal heißt Helmut-Schmidt-Auditorium. Kein Wunder, denn Helmut Schmidt war wie Ted Sommer über Jahrzehnte im Kuratorium der Zeitstiftung von Gerd Bucerius da hinein berufen. Und er war wie Ted Sommer, wie Theo Sommer, einer derjenigen, die uns ermutigt haben, im Vorstand der Zeitstiftung dieses Wagnis einzugehen und eine private, von einer Stiftung getragene rechtswissenschaftliche Hochschule in dieser Stadt zu errichten. Zu Recht trägt daher dieser Saal nach seinem Tod 2015 seinen Namen, das Helmut-Schmidt-Auditorium. Ja, lieber Herr Schäfer, lieber Theo Sommer, meine Damen und Herren, kaum ein Tag vergeht, an dem wir China nicht in den Schlagzeilen der Medien finden. Da ist der Handel- und Zollstreit zwischen den USA und China, da ist der Konzern Huawei und die Frage, ob wir uns in Deutschland bei der Umstellung auf die neue Mobilfunkgeneration 5G oder 5G auf Komponenten gerade dieser Firma verlassen sollten. Da ist die Allmacht des Staatspräsidenten Xi Jinping und die Nachricht, dass mittlerweile 16% aller Milliardäre in China leben. Und wir erfahren, dass gerade China wie ein gieriger Krake oder in anderer Interpretation als wohlmeinender Entwicklungsmäzen auf dem afrikanischen Kontinent agiert. Erstaunen, Faszination und Unbehagen mischen sich, wenn wir über dieses Land lesen, wobei Faszination überwiegt, wenn wir China bereisen und erst recht, wenn wir das Peking von heute mit dem von beispielsweise 1991, meinem allerersten Besuch im Land der Mitte, vergleichen. Welch eine Veränderung! Welch eine Leistung ist dort in nur 25 Jahren vollbracht worden? Wir können uns heute auf ein Gespräch zweier hochkarätiger China-Experten freuen, die sich seit langem mit China beschäftigen. Theo Sommers neues Buch, gerade im Beck Verlag München erschienen, trägt den anspielungsreichen Namen China First und legt die Marschroute im Untertitel fest. Denn der Untertitel lautet: Die Welt auf dem Weg in das chinesische Jahrhundert. Meine Kollegin Nina Smith, die das Gespräch heute moderieren wird, wird die beiden Gesprächspartner gleich noch genauer vorstellen. Ich beschränke mich daher auf den Hinweis, dass Theo Sommer als Kurator der Zeitstiftung zugleich 14 Jahre lang Dekan der Bucerius Summer School on Global Governance war, einer unserer Einrichtungen, und zwar die Einrichtung, die jedes Jahr mit ausgewählten Nachwuchskräften aus 25 Ländern die weltpolitische Entwicklung verfolgt und analysiert.
Gerade auch mit diesen jungen Spitzenkräften, wie gesagt aus 25 Ländern, haben wir die Rolle Chinas immer wieder neu beleuchtet und hinterfragt, haben immer wieder gerade auch von unseren jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dazugelernt. Michael Schäfer, heute mein Kollege in der BMW Foundation, der ehemaligen BMW Stiftung, ist immer noch die BMW Stiftung, aber sie ist so international, dass sie sich BMW Foundation nennt, gehörte über 3,5 Jahrzehnte dem diplomatischen Dienst an und war zuletzt von 2007 bis 2013 unser Botschafter, also Botschafter der Bundesrepublik in der Volksrepublik China. Er hat in dieser Zeit tagtäglich die Entwicklungsschritte dieses Riesenreiches beobachtet. Wir sind uns sicher, und der große Andrang zu dieser Veranstaltung beweist es, dass wir alle begierig sind auf das Gespräch zwischen Theo Sommer und Michael Schäfer, das uns helfen wird, China heute besser zu verstehen. Ich gebe nun gleich das Wort weiter an die Moderatorin Dr. Nina Smith, die bei uns in der Zeitstiftung den Bereich internationale Planung und Entwicklung leitet, möchte mich aber zuvor ganz herzlich beim Verlag CH Beck bedanken, der mit uns gemeinsam zu diesem Abend eingeladen hat, und bei der Buchhandlung Stories, die heute hier ebenfalls im Haus ist und bei der Sie unten hier vor Ort China First erwerben können. Ich möchte mich bei Michael Schäfer und Theo Sommer bedanken und natürlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend zu uns in die Bucerius Law School gekommen sind. Und wenn Sie weiterhin Interesse haben an unseren Veranstaltungen, dann rate ich Ihnen, diesen kleinen Flyer mitzunehmen. Da ist hinten so eine Karte drin, da können Sie dann ankreuzen, ob Sie eher zu kulturellen, zu wissenschaftlichen, zu gesellschaftlichen Veranstaltungen weiterhin eingeladen werden wollen. Wir müssen mittlerweile so vorsichtig sein, wir dürfen Sie nicht einfach einladen, weil wir dann gegen die DSGVO verstoßen. Das wollen wir nicht. Also müssen Sie so ein Kärtchen ausfüllen und an uns zurückschicken oder mir heute Abend in die Hand drücken. So, jetzt mache ich aber die Bühne frei. Für Nina Smith, für Herrn Schäfer, für Ted Sommer. Vielen Dank. Meine lieben Damen und Herren, im Namen der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius möchte auch ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Podiumsdiskussion. Einen ganz herzlichen Dank an die Bucerius Law School und auch an den Beck Verlag, mit dem wir heute diese Veranstaltung gemeinsam ausrichten. Es ist mir eine sehr große Freude, dass wir heute mit den wohl intimsten Kennern Asiens im Allgemeinen und Chinas im Besonderen gemeinsam diskutieren können. Sie kennen alle unsere heutigen Gesprächspartner schon sehr gut, aber erlauben Sie mir, dass ich ganz kurz noch mal ein paar einleitende Worte spreche. Michael Schäfer ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der BMW Foundation Herbert Quandt. Zuvor war der promovierte Volljurist 35 Jahre im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland tätig. Er vertrat Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York, er war in Singapur und in Genf. Unter Außenminister Joschka Fischer leitete er den Sonderstab Westlicher Balkan im Auswärtigen Amt. 2001 wurde er zum stellvertretenden Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes ernannt. Als stellvertretender politischer Direktor war er anschließend Beauftragter für die Stabilitätspolitik in Südosteuropa. Von 2007 bis 2013 war er dann Botschafter in der Volksrepublik China. Herzlich willkommen, Michael Schäfer. Ja, Theo Sommer muss man in Hamburg eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber was einige vielleicht nicht wissen, ist, dass er sich seit fast 7 Jahrzehnten mit dem Thema Asien intensiv beschäftigt. Der gelernte Journalist und Wissenschaftler widmete sich schon in seiner Magisterarbeit und später in seiner Promotion mit dem Thema Deutschland und Japan zwischen den Mächten 1935 bis 1940. Er beriet Helmut Schmidt als Leiter des Planungsstabs in seiner Zeit als Verteidigungsminister und über Sicherheitspolitik, Europafragen und vor allen Dingen auch über die Entwicklung in Asien füllte er später hunderte Zeitungsseiten.
Neben seiner fast 20-jährigen Station als Herausgeber der Zeit war er auch langjähriger Korrespondent und Kolumnist in Japan und Südkorea. Seit 2004 ist er zudem Herausgeber der Atlantic Times, der German Times, Asian Pacific Times und neuerdings auch der Security Times. Schon im Vorwort schreibt er: Asien war eines der großen Themen meines Lebens. Ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass andere Journalisten dafür zwei Leben bräuchten, aber Theo Sommer kann es einfach nicht lassen. Ein langes reicht. Genau. Und hat erneut ein Buch vorgelegt, das auf keinem Tisch der Außensicherheits- und Wirtschaftspolitiker der westlichen Welt fehlen darf. Ganz herzlich willkommen, Theo Sommer. Meine Damen und Herren, ist die Welt wirklich auf dem Weg in ein chinesisches Jahrhundert? Das Buch von Theo Sommer gibt hier sehr spannende und aufschlussreiche Einsichten. So ist China seit einigen Jahren eine aufstrebende, wirtschaftlich prosperierende Macht und mit fast 1,4 Milliarden Menschen ein wichtiger Teil der Menschheit. Aber über die Hälfte der Chinesen leben nach wie vor in bitterer Armut. Ein Blick auf die Menschenrechte erweist sich als problematisch und ein riesiger Überwachungsapparat, Theo Sommer schreibt darüber in seinem Buch, mit Bilderkennung und künstlicher Intelligenz überwacht die eigene Bevölkerung. Theo Sommers Buch erläutert umfassend Zusammenhänge, die Pekings Wirtschafts-, Außen- und Sicherheitspolitik leiten. Bisher sei China auf Wachstum und Wohlstand bedacht, der heute noch abhängig ist vom Konsum der westlichen Welt. Doch die von der Allgemeinheit nur wenig wahrgenommene Expansionspolitik, sowohl in Asien als auch in Afrika, zeigt, dass China ein Machtstreben verfolgt, das nun mit dem gigantischen Projekt der Seidenstraße auch Europa ins Visier genommen hat. Ohne übertrieben vor einer Gefahr aus China zu warnen, trägt Theo Sommer viele Mosaiksteinchen in seinem Buch zusammen, die das China unserer Tage mit dem China der Zukunft zu einem neuen Bild zusammenfügen. Es entsteht ein Bild, das uns beunruhigen kann und auch vor falschen Vorstellungen warnt. Es vermittelt aber auch einen realistischen Blick für eine Politik, die sich keinen Illusionen und ebenso wenig Obsessionen hingeben sollte. Natürlich können wir heute Abend nicht alle Themen behandeln, die Theo Sommer sehr eloquent, kenntnisreich und belesen auf fast 500 Seiten erarbeitet hat. Aber vier Themenkomplexe möchten wir uns heute gemeinsam vornehmen. Zum einen, welche Strategien verfolgt China mit dem gigantischen Konzept der Seidenstraße? Welche Haltung nehmen die USA jenseits ihrer aggressiven Handelspolitik zu Chinas Machtstreben ein? Schließlich, welche Bedeutung haben Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, wenn China seine geostrategisch motivierte Entwicklungspolitik fortsetzt? Und letztlich der vierte Themenschwerpunkt, Freiheit oder Sicherheit. Wird China zu einer Gefahr für die westlich-liberalen Demokratien? Erlauben Sie, dass ich mit dem ersten Themenkomplex beginne und sehr gerne mit Ihnen beginnen würde, Herr Sommer. Was genau umfasst denn die Gürtel- und Straßeninitiative, wie die neue Seidenstraße nun offiziell bezeichnet wird, und wie rechtfertigt China diese Milliardeninvestitionen? Also lassen Sie mich zunächst mal danken für diese freundlichen Worte über mein Buch. Seidenstraße. Ich glaube, der Ausgangspunkt ist, dass China in den letzten 40 Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung genommen hat, wie es ihn in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Und jetzt wirft es sein ökonomisches Gewicht in die Waagschalen der Weltpolitik. Und da ist das Jahrhundertprojekt Seidenstraße das Projekt von Xi Jinping, der im Jahre 2013 Präsident geworden ist. Er hat diese Idee entworfen in einer Rede in Kasachstan. Und da ging es ihm darum, die Seidenstraße Marco Polos zu modernisieren und zu einem Wirtschaftskorridor zu machen bis nach Europa und nach Ostafrika.
Und ein paar Wochen später hat er noch dann in Indonesien hinzugefügt, es gibt aber auch eine maritime Seitenstraße. Aber am Anfang war das beschränkt. Inzwischen sagt er, die ganze Welt kann Endpunkt überall dieser Seitenstraßen werden. Seine Parole ist Connectivity, Verbindung, Zusammenschluss. Und seine Methode ist Infrastrukturbau. Er will in diesen Wirtschaftskorridoren Staudämme bauen, Kernkraftwerke bauen, Glasfasernetze, Straßen, Eisenbahnen. Da gibt es lange Statistiken, was sie bereits erreicht haben. Und es, bisher hat er wohl für knapp 90 Staaten schon Kooperationsprojekte entworfen. Ich sage nur, das ist nicht nur eine Marco Polo Nostalgieveranstaltung, sondern das ist zugleich ein geopolitisches Projekt. Der Versuch, politische Gestaltungsmacht in allen Kontinenten sich zu schaffen und Einflusssphären zu gewinnen. Ich würde es monetären Imperialismus nennen. Er marschiert nicht mit Soldaten ein, sondern mit Geldsäcken. Zusammenarbeit und Konnektivität klingt ja erstmal gut, Michael Schäfer. Aber was sind da die Gefahren, auch vielleicht gerade aus europäischer oder deutscher Perspektive? Und wie sollte die Politik darauf reagieren? Zunächst mal möchte ich mich auch bedanken für die Gelegenheit, hier bei Ihnen in Hamburg zu sein. Diese Schule ist wunderbar und ist wirklich ein Leuchtturm in der deutschen Universitäts- und Juristenlandschaft. Das kann ich als alter Jurist sehr gerne sagen. Ich möchte mich aber auch bedanken, dass ich mit Ted Sommer hier mit Ihnen zusammen nachdenken kann über ein sehr schwieriges Thema. Denn ich kenne kein Land, das von einer derartigen Komplexität ist, wie eben dieses China. Leichte Antworten kann man nicht geben. Und deshalb, glaube ich, kann man diese Frage auch eigentlich nur beantworten, wenn man sich mal die Frage stellt, wo kommt denn China in den letzten 30 Jahren her? Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass diese 1,4 Milliarden Menschen Ende der 70er Jahre, als Mao stirbt und Deng Xiaoping zu dem Führer neuer, moderner, des modernen China wird und diese Politik der Reform und Öffnung verkündet, zum ersten Mal öffnet China seine Toren und die Konsequenz ist, China wird zur Werkbank der Welt. Das hat letztlich die ersten fast 25 Jahre der chinesischen Entwicklung nach diesem Zusammenbruch nach Mao bestimmt. Und dann auf einmal kommt China an diesen Punkt, wo man merkt, ich kann mit dem reinen Binnenmarkt nicht mehr das Problem bewältigen, immer mehr Menschen aus der Armut in einen moderaten Wohlstand zu heben. Sie müssen sich immer vor Augen führen, China muss jedes Jahr 10 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, um die Menschen peu à peu aus der absoluten Armut in einen moderaten Wohlstand zu bringen. Das ist eine ungeheure Herausforderung. Und deshalb hat man Anfang der 2000er Jahre die Strategie des sogenannten Going Out entwickelt. Going Out ist der erste Schritt in Richtung Seidenstraße. Man hat gesagt, wir brauchen, um dieses Wirtschaftswachstum halten zu können, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Energie. China wird für die nächsten Jahrzehnte dieses Wachstum nicht mit eigenen Ressourcen abdecken können. Und deshalb auch dieser Schritt zunächst nach Afrika und dann in die zentralasiatischen Nachbarstaaten.
Diese Going-Out-Strategie hatte ein ganz klares industrie- und wirtschaftspolitischen Charakter. Noch keine geostrategische oder geopolitische Zielsetzung. Die beginnt in der Tat 2013, sogar noch etwas eher. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit Xi Jinping hatte, bevor er in Kasachstan diese große Rede gehalten hat. Und die Konsequenz, die die chinesische Nomenklatura damals sah, und er war noch Teil eines kollektiven Entscheidungsgremiums, war, wir werden systematisch uns nach außen jetzt entwickeln müssen. Wobei nach wie vor dieses Element der Wirtschaftsentwicklung, des Wachstums nach innen, die erste strategische Zielsetzung war. Aber zum ersten Mal kommt eine geopolitische Zielsetzung hinzu. Und die war damals aus der Sicht, sagen wir mal 2010, 2012, durchaus gerechtfertigt. Nämlich eine sicherheitspolitische Sorge, die die Chinesen hatten. Das Ferghana-Tal ist ein Tal in Usbekistan, zwischen Afghanistan auf der einen Seite, dem Pamir-Gebirge, das nach China führt, auf der anderen Seite. Und es ist gar keine Frage, und das haben auch unsere Dienste bestätigt, dass die Gefahr von Drogenrouten wie von islamistischen Terroristen aus Afghanistan damals eine reelle war. Man hat das also auch zunächst mal mit einem echten sicherheitspolitischen Bedrohungsszenario begründet. Und dann kommt etwas, was meines Erachtens in der Tat Xi Jinping erkannt hat und genutzt hat, dass nämlich vor allem in Zentralasien ein Vakuum da ist. Ein Vakuum, das Russland als die alte sozusagen Regionalmacht gelassen hat. Die zentralasiatischen Staaten haben sich alle von Russland abgegrenzt. Selbst Usbekistan und Turkmenistan, die ja autokratische Regime haben, haben sozusagen sich nicht mehr Moskau gegenüber orientiert. Die Europäer haben sich völlig rausgehalten aus diesem Zentralasien. Ich habe damals als politischer Direktor des Auswärtigen Amtes die Zentralasien-Strategie der EU verhandelt für Herrn Steinmeier. Und bin in sämtlichen Stans, diesen fünf Ländern Zentralasiens gewesen. Und man spürte, Europa spielt hier keine wirkliche Rolle. Und die Chinesen haben dieses Vakuum besetzt. Herr Sommer, wie sehen Sie das? Wo sind die Chancen und auch die Risiken aus deutscher und europäischer Perspektive in Bezug auf das Projekt der Seidenstraße? Also gut, das ist die Frage, wie weit können wir mit diesem Seidenstraßenprojekt auch unsere Interessen abdecken? Und da finde ich, Verzeihung, bisher, dass die Chinesen doch sehr egoistisch vorgehen. 90% aller dieser Projekte, die Infrastrukturprojekte, die sie da finanzieren, mit eigenen Leuten bauen. Da kommen Tausende von chinesischen Arbeitern, die bringen ihren Zement mit und alles, was sich gehört, was gebraucht wird. Also das ist ein sehr zentral gesteuertes Unternehmen. Und der Wettbewerb, die Ausschreibung ist sehr fragwürdig. Also ich sehe noch nicht, dass wir da eine große Chance haben. Wogegen ich also sehr genau erkenne, dass hier politischer Einfluss ausgeübt wird. Und das ist heute noch schwer zu erkennen, wie weit das für uns riskant oder gar gefährlich werden könnte. Im Übrigen geht es ja seit einiger Zeit schon gar nicht mehr um Zentralasien, sondern die Seitenstraßen, die gehen jetzt bis Lateinamerika. Afrika ist eine Region, in der uns die Chinesen absolut abgehängt haben mit ihrer Infrastrukturpolitik. Wir
haben in unserer Entwicklungshilfe immer auf Menschenrechte, Good Governance und alles Mögliche geachtet. Darum kümmern sich die Chinesen gar nicht, sondern die bieten denen an, was sie brauchen. Brücken, Staudämme etc. Also sie werden zu Rivalen, und zwar wirtschaftlichen Rivalen als auch politischen. Herr Schäfer, dazu auch noch mal ein Punkt. Ich würde gerne zu dem letzten Satz auch noch was sagen. Also ich bin mit der Schlussfolgerung durchaus einverstanden, aber ich sehe die Kausalität etwas anders. Ich weiß, dass die Chinesen uns 2013 ganz klar angeboten haben, uns Europäern Teil dieser Seidenstraße zu werden. Und Europa hat von vornherein gesagt, da gehen wir nicht dran. Es ist eben nicht so, dass die Chinesen von Anfang an nur auf Infrastruktur gesetzt haben. Sie hatten drei Schwerpunkte. Der erste war die Infrastruktur. Der zweite waren so Softbereiche wie Handel und Finanzen, Finanzinfrastruktur. Und der dritte war People-to-People-Beziehungen. Und Sie haben von vornherein gesagt, warum versuchen wir nicht in allen drei Bereichen gemeinsame Projekte zu identifizieren. Die Europäer haben etwa 3 Jahre gebraucht, bis sie mit ihrer eigenen Konnektivitätsplattform, die sie dann strategisch sozusagen dem entgegengesetzt haben, eine Antwort gegeben. In diesen 3 Jahren ist China in der Tat, ohne uns weiter zu fragen, durch Zentralasien nach Afrika und in andere Teile von Südasien gegangen. Das ist eine Entwicklung, die wiederum, finde ich, von der Passivität auch gerade der Europäer begünstigt worden ist. Gut, das ist richtig. Und ich bin auch gar nicht so sehr anderer Ansicht, aber ich finde, wir müssten eine Politik konstruktiver Wachsamkeit betreiben. Sind wir uns einig? Lassen Sie mich dann noch mal ein weiteres Themenfeld aufmachen, ein Stück weit jetzt noch mal von der Seidenstraße wegbewegen und noch mal die Perspektive hin nach Amerika werfen, beziehungsweise chinesisch-amerikanisch-europäisches Verhältnis. Wie sehen Sie das? Werden die USA sich weiter abschotten und beobachten, wie China weiterhin ein Machtstreben verfolgt oder einen Führungsanspruch verfolgt? Wie werden sich die USA weiter positionieren, Herr Sommer? America first, China first. Nein, was ich sagen wollte, es gibt in Washington zwei Gruppen. Die einen, die wollen Chinas wirtschaftlichen und technischen Fortschritt und Aufstieg ganz stoppen. Dazu gehört Trump. Also wenn ich Ihnen mal einen kurzen Satz vorlesen darf, was Trump über Amerika, über China sagt. China ist nicht unser Freund. Es stiehlt unsere Arbeitsplätze. Es treibt eine Abrissbirne durch unsere verarbeitende Industrie und kupfert in Überschallgeschwindigkeit unsere Technologie und unsere militärischen Fähigkeiten ab. China ist nicht unser Freund und das muss man stoppen. Aber es gibt andere, dazu gehört zum Beispiel der Finanzminister Mnuchin, der sagt, wir müssen nur versuchen, im Verhältnis, im Handels- und Wirtschaftsverhältnis zu China ein Gleichgewicht herzustellen, Reziprozität, also was wir den Chinesen erlauben, müssen sie uns auch erlauben bei Investitionen. Sie müssen sich der Spionage und Sabotage im Cyberspace enthalten. Im Moment verhandeln die Amerikaner mit den Chinesen. Da läuft ein Ultimatum bis 1. März über die Handelsfragen. Falls die sich einigen, glaube ich, bleibt die geopolitische Rivalität zwischen China
und Amerika erhalten. Und zwar vor allem deswegen, weil die Chinesen im Westpazifik, vor allem im südchinesischen Meer, sich so festgesetzt haben, dort 7 Inseln aufgeschüttet haben, diese zu Meeresfestungen ausgebaut haben, dass die Amerikaner gar nicht anders können, als zu glauben, wir sollen von dort vertrieben, verdrängt werden. Und ich glaube, diese geopolitische Rivalität, die wird sich auch bei einer Einigung in Handelsfragen fortsetzen. Herr Schäfer. Also ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man sich anguckt, wie sich eigentlich so Beziehungen zwischen zwei solchen Giganten entwickelt haben, weil natürlich diese historischen Prozesse eine große Rolle spielen, auch für den Mindframe, den die handelnden Personen haben. Wir wollen nicht vergessen, dass die Amerikaner bis Anfang der 2000er gar keine Strategie gegenüber China hatten. Kissinger und Nixon haben eine Politik der, sagen wir mal, der Hinwendung zu China. Das war ein Entwicklungsland, ein riesiges Land, von dem sie gehofft haben, wenn wir die hineinziehen können in diese westliche, das Geflecht westlicher Institutionen und Strukturen, dann wird sich China schon zu einer Marktwirtschaft und dann zu einer Demokratie und zu einem Rechtsstaat entwickeln. Wie naiv. Die Geschichte Chinas zeigt ganz deutlich, dass der Mindframe die DNA aller Chinesen, nicht nur der Regierenden, eine völlig andere ist als der Europäer oder Amerikaner, die auch gerade durch die Aufklärung in einen ganz anderen Kontext reingekommen sind. Und deshalb war, glaube ich, bei Bob Zoellick, der Anfang der 2000er zum ersten Mal sagte, dieses China könnte sich möglicherweise in die falsche Richtung entwickeln. Vielleicht doch mehr Marktbeherrschung als Marktöffnung. Vielleicht ein Hegemon, zumindest mal in der asiatischen Region, sodass er sagte, wir wollen, dass China zu einem verantwortlichen Stakeholder, ein responsible Stakeholder in der Welt wird. Das war damals schon so ein bisschen dieses Misstrauen, wohin entwickelt sich dieser neue Riese. Und Obama hat mit seinem Pivot to Asia im Prinzip die Konsequenz daraus gezogen und hat gesagt, wir wollen uns von unseren Partnern in Europa nicht abwenden, wie das oft falsch interpretiert worden ist, aber wir wollen uns diesem neuen großen geopolitischen Raum Ostasien stärker zuwenden. Und Obama hat eins gemacht, er hat im Prinzip schon damals gesagt, entweder China wird zu einem Teil der sozusagen in Anführungsstrichen westlichen Welt, oder aber wir werden möglicherweise ein schwieriges Konkurrenzverhältnis kriegen. So, und jetzt kommt Trump. Und da muss ich sagen, diese Naivität von vielen Leuten zu glauben, das wird ja alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist wirklich falsch. Trump, ich sage das mal ganz ungeschützt, ist nicht nur historisch ungebildet und politisch unerfahren, er ist auch diplomatisch ein Elefant im Porzellanladen. Der ist trotz all dieser Dinge konsequent. Der finanziert, er lügt, aber er bleibt bei seinen alten Glaubensüberzeugungen. Und er ist überzeugt, und das prägt das Ziel dieser Trump-Administration, China muss klein gehalten werden. Und zwar wirtschaftlich wie geopolitisch. Und das führt natürlich zu einer enormen Konsequenz, denn auf einmal ist China ein revisionistisches Land, das bekämpft werden muss auf allen Ebenen. Und Xi Jinping hat darauf ja geantwortet, als er auf einmal sagt, und das war sehr schlau am Anfang, er sagt, wir halten aber an diesem regelbasierten multilateralen System fest. Er hat es in Davos im letzten Jahr noch mal wiederholt. Er hat gesagt, wir halten daran fest, aber wir werden uns keinerlei Diktat aus keiner Seite mehr beugen. Und das ist die,
der Schlüssel zum Verständnis, zu welchem Grad und in welcher Intensität sich China künftig in ein vielleicht neues multilaterales System wird hineinbegeben. Es wird jedenfalls nicht sozusagen den Vorgaben der USA und Europas blind folgen, sondern es verlangt, selber mitzugestalten, was meines Erachtens auch das gute Recht Chinas ist. Aber ich glaube, hier wird zwischen USA und China, und wir sind wie in einem Sandwich als Europäer mittendrin und so, wie wir uns momentan aufstellen, ziemlich hilflos in der Mitte. Das wird meines Erachtens das künftige Verhältnis bestimmen. Also ich glaube übrigens nicht, dass Henry Kissinger, als er 1971 nach Peking flog, die Absicht hatte, China zur Demokratie zu machen. Er suchte einen Gegner gegen die Sowjetunion damals im Kalten Krieg. Aber danach war es natürlich genauso, wie Sie sagen. Ich weise nur darauf hin, es gibt in beiden Ländern Hardliner. In Amerika Bannon, der erste Berater von Trump, den er dann rausgeschmissen hat, der aber immer noch großen Einfluss auf Trumps Denken hat, der hat damals vor einem Jahr gesagt, binnen 5 oder 10 Jahren spätestens werden wir im südchinesischen Meer, im Westpazifik, mit China Krieg führen. Und es gibt, und ich jetzt zitiere einige chinesische Generäle, zum Teil pensioniert, die auch sagen, wir müssen auf einen Krieg mit Amerika uns vorbereiten. Also, ich hoffe, und darin sehe ich eigentlich die Aufgabe und die Rolle der Europäer, dass wir diesen Hitzköpfen, dass wir die daran hindern, immer mehr in eine Konfliktstrategie hineinzugeraten. Es gibt einen Harvard-Professor, Graham Allison, ein alter Freund, der hat ein Buch geschrieben über die Thukydides-Falle. Thukydides war ein griechischer Historiker, hat über den Peloponnesischen Krieg geschrieben und schreibt, dieser Peloponnesische Krieg entstand, weil das aufsteigende Athen von der Vormacht Sparta gefürchtet wurde. Und der hat sich hingesetzt mit seinen Studenten und hat 16 solcher Machtverschiebungen studiert. Das Ergebnis, in 12 kam es zum Krieg. Nur in 4 kam es nicht zum Krieg. Und das ist die Thukydides-Falle bestimmt als Begriff, einen guten Teil der amerikanischen Debatte. Nun ist es ja so, dass China der Hauptgläubiger der Amerikaner ist. Sehen Sie denn eine Chance für Peking, die USA bzw. den Dollar in die Knie zu zwängen? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Außerdem, Sie würden ja selber, wenn Sie den Dollar zur Waffe machen würden, an Wert verlieren. Also das glaube ich nicht. Eine vernünftige Lösung wäre, dass man wirklich die Probleme, die in der Wirtschaftspolitik bestehen, dass man die löst, dass man aber die geopolitische Konfrontation nicht weiter anheizt. Sie haben es eben schon angesprochen und vielleicht hier auch noch mal, Herr Schäfer, welche Handlungsoptionen sehen Sie denn für Deutschland und für Europa? Sie haben eben gesagt, Europa ist in so einer Art Sandwich oder so einer unglücklichen Sandwich-Position und bewegt sich da auch nicht wirklich raus. Welche Empfehlungen hätten Sie? Also zunächst mal muss Europa das entwickeln, was man eine strategische Autonomie nennt. Das bedeutet nicht, dass wir eine Äquidistanz zu USA und zu China entwickeln, also uns gleich weit entfernen. Bedeutet auch nicht, dass wir nicht von USA in vor allem sicherheitspolitischer Sicht auf Jahrzehnte abhängen werden.
Aber es bedeutet, dass Europa seine eigenen Interessen definiert. Und je nach, sozusagen, nach dem Interesse auch seine strategischen Ziele definiert. Und das tun wir derzeit nicht. Ich glaube, man muss, wenn man überlegt, wie sollte Europa auf dieses China reagieren, wissen, wie denn nach chinesischer Vorstellung diese Weltordnung aussehen könnte. Und Sie beschreiben, finde ich sehr plastisch in Ihrem Buch, 5 Punkte, denen ich nur zustimmen kann. Der erste Punkt ist, China muss seinen natürlichen Platz als gleichberechtigte Großmacht und so wie China sich übrigens sieht, als wohlmeinender asiatischer Hegemon einnehmen. Das lasse ich mal so stehen. Wichtig ist dabei zu wissen, China wird seine territoriale Einheit, und dazu gehört Taiwan und Tibet, nicht zur Disposition stellen. Haben wir mit unserer Ein-China-Politik übrigens anerkannt, übrigens auch schriftlich anerkannt. Ich habe einen Briefwechsel selber noch unterschrieben, beziehungsweise dann übergeben, wo genau dieser Satz erstmals verschriftlicht worden ist. Der dritte Punkt ist, das habe ich eben schon erwähnt, China wird sich nicht einfach mehr Vorgaben aus dem Westen beugen. Die Weltordnung, wie wir sie heute haben, ist die Weltordnung nach 1945. Die Vereinten Nationen, die Bretton Woods-Institutionen, die WTO, die ganzen internationalen Organisationen, die von USA im Wesentlichen als Architekt konzipiert und von uns Europäern unterstützt worden ist. Das ist eine Basis, die China nicht in Frage stellt. Aber wenn wir nicht bereit sind, bei der Weiterentwicklung dieser Architektur China mit einzuschließen, und das gilt übrigens auch für andere Schwellenländer, die jetzt momentan stagnieren, die aber irgendwann natürlich kommen werden, wie Indien und andere auch, wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr sehr groß, und hier komme ich nochmal wieder auf die Seidenstraße zurück, dass China beginnt, Parallelstrukturen aufzubauen. Und diese Parallelstrukturen können dann sehr attraktiv sein für Staaten, die sich eben nicht dieser westlichen Staatengemeinschaft zugehörig fühlen. Dazu gehören die meisten asiatischen, afrikanischen und auch einige lateinamerikanische Staaten. Darf ich eine heikle Frage an Sie richten? Ja, immer. Tun wir eigentlich recht daran, Russland in die Arme Chinas zu treiben? Die Chinesen haben kein Interesse an Russland. Ich sage das mal so offen. China fühlt sich Russland total überlegen. Und wir treiben Russland nicht in die Arme der Chinesen. Die Chinesen, glaube ich, hätten sogar ein Interesse, Russland zusammen mit Zentralasien in diese Konnektivität der Seidenstraße einzubeziehen. Und ich sage immer, solange wir nicht direkt mit Russland die Kontakte aufnehmen können, wäre es eigentlich clever von uns, wenn wir über diesen Seidenstraßenansatz auch die Fühler in Richtung Moskau stärker ausstrecken würden. Denn dann würden wir zumindest durch die Hintertür dafür sorgen, dass Russland jetzt nicht wieder marginalisiert wird, was geopolitisch gesehen ein völliger Unsinn wäre. Aber ich wollte nur die beiden anderen Punkte noch sagen, weil sie wichtig sind zum Verständnis der chinesischen Weltsicht. Auf Sicht heißt, die nächsten 2 Generationen, vielleicht sogar 3, wird China diesem Prä der inneren Wohlstandsentwicklung folgen. Die Legitimität der kommunistischen Partei, selbst wenn es eine Ein-Mann-Regierung ist unter Xi Jinping, darüber kann man trefflich streiten, aber selbst wenn das der Fall ist, die Legitimität hängt ab von dem Gefühl der Menschen, dass sie partizipieren an dieser Aufwärtsentwicklung. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Ich glaube, das Thema soziale Gerechtigkeit wird in China der Lackmustest für die Stabilität dieses ganzen Riesengebildes. Und ich kann nur sagen, es gnade uns Gott, wenn diese Stabilität nicht
erhalten bleibt. Denn dann implodiert ein Riesenreich mit unabsehbaren Folgen, nicht nur für Asien, sondern auch für uns. Und damit hängt der letzte Punkt zusammen. China will, glaube ich, keine, zumindest jetzt, keine Superiorität gegenüber USA. Dazu sind sie viel zu nüchtern. Aber sie wollen eine wirtschaftliche und eine strategische Parität. Sie wollen auf Augenhöhe mit den USA agieren können. Und das darf man nicht unterschätzen. Sie haben immer dieses Gefühl, sozusagen gedemütigt worden zu sein. Das ist nicht einfache Rhetorik. Der kleinste Chinese trägt das mit sich rum. Und aus diesem Grunde wird man sich nicht sozusagen diesem Diktat, auch wenn es nur ein perzipiertes Diktat ist, von außen beugen wollen. Vielleicht würde ich gerne noch mal auf diesen dritten Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben, Herr Sommer, weil darauf haben Sie ja auch Bezug genommen in Ihrem Buch. Die Frage nach der inneren Unruhe in China, also wachsende soziale Ungerechtigkeit, Überalterung der Gesellschaft, Umweltverschmutzung, das sind alles Aspekte, mit denen China, Herr Schäfer hat es eben auch erwähnt, zu kämpfen hat. Meinen Sie, dass China das hinbekommen wird oder ist es tatsächlich eine realistische Gefahr, dass dieser Konflikt implodiert? Also China ist ein autoritäres Regime. Ich würde auch sogar sagen, es ist eine Diktatur, eine Ein-Mann-Diktatur im Moment, aber darüber können wir streiten. Aber Diktatur, das steht sogar im Artikel 1 der Verfassung. Es ist eine Diktatur des Proletariats. Andererseits zeigt mir eigentlich die Erfahrung der letzten 20 Jahre mindestens, dass das Regime sehr wohl fähig ist, Schwierigkeiten, die auftauchen, anzupacken und Lösungen für Probleme zu finden. Die Sozialwissenschaftler sprechen von responsive authoritarianism. Also wenn die Obrigkeit durchaus versteht, auf neue Probleme einzugehen und sie zu lösen. Das wird nicht einfach sein, aber ich halte es für idiotisch, hier dauernd jetzt vom Schwächeln Chinas zu sprechen oder gar von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, Einbruch zu fantasieren. Die Chinesen hatten 2017 eine Wachstumsrate von 6,9%. Die ist im vergangenen Jahr 2018 auf 6,5% zurückgegangen. Also und diese 6,5%, das ist dreimal mehr, als wir in Europa und selbst die Amerikaner vorzeigen können. Und das baut sich eben immer mehr auf. Also ich glaube, da sollte man durchaus Vertrauen haben, dass die Führung es schafft, solche Probleme zu lösen. Dass sie Probleme hat, ist klar. Aber wer hat das nicht? Ich würde damit gerne jetzt noch mal überleiten zu unserem dritten Themenschwerpunkt, Rechtsstaat und Menschenrechte. Und Herr Schäfer, ich würde da gerne jetzt noch mal an Sie übergeben. Welche Bedeutung haben denn Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in China? Also zunächst mal muss man auch hier wieder ist die Frage stellen, woher kommen die Chinesen eigentlich bei diesem Thema Recht? Muss ich immer vor Augen halten, China ist seit mehr als 2000 Jahren eine monolithische Struktur. Eine Struktur, in der der Kaiser alles entscheidet. Der Kaiser kann auch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei sein. Es ist der oben ist. Vertikal funktioniert dieses System. Und deshalb ist es auch vermessen zu glauben, dass das, was wir mit der Aufklärung und der Gewaltenteilung und diesen Checks and Balances, die wir in unser rechtsstaatliches Verständnis, in unserem rechtsstaatlichen Verständnis entwickelt haben, dass das zwangsläufig auch dort im Mittelpunkt steht. Nein.
die haben nicht Rule of Law, die haben Rule by Law. Das heißt, es gibt natürlich Gesetze. Es gibt übrigens auch eine Menge an Wertvorstellungen, die durchaus als Prinzipien, Richtlinien der gesellschaftlichen Entwicklung gelten. Aber sie sind anders als unsere. Der Mindframe, wie ich vorhin schon sagte, ist ein völlig anderer. Und deshalb, können Sie dazu noch mal ein paar Beispiele geben, was da so die Hauptunterschiede sind? Naja, ich meine, dieses Verhältnis zwischen dem starken Gewicht auf den Rechten des Einzelnen bei uns, zumindest seit der Aufklärung, und das Recht der Gemeinschaft, des Kollektivs im chinesischen Gesellschaftsverständnis sind einfach zwei Pole, die weit auseinander liegen. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe häufig in China mit Studenten und Professoren über Rechtsstaatlichkeit diskutieren können. Bin übrigens nie daran gehindert worden. Das fand ich hochinteressant, dass man in großer Offenheit auch über diese Themen reden konnte. Aber eins war immer klar, die Studenten fragten, wieso interessiert euch eigentlich immer so sehr die Menschenrechtslage in China? Ihr wollt das doch nur als Stick gegen uns, um uns klein zu machen. Dann habe ich gesagt, es geht uns gar nicht so sehr um euch. Ich wollte eigentlich nur teilen, was wir für eine Erfahrung in unserer jüngeren Geschichte gemacht haben. Deutschland war das Land, das am flagrantesten die Menschenrechte verletzt hat. Und wir haben durch zwei Diktaturen, durch das Nazi-Regime und die DDR-Diktatur, haben wir eigentlich erst zu einem Rechtsstaatverständnis gefunden, in der die Rechte des Einzelnen und die Rechte der Gemeinschaft in eine vernünftige Balance zueinander gekommen sind. Und ich glaube bis heute, dass nur sozusagen beide Seiten zu einer stabilen Gesellschaft führen können. Wenn man so eine Argumentation den Chinesen anbietet, merken sie auf einmal, dass es gar nicht darum geht, sozusagen eine ideologische Diskussion über Menschenrechte zu führen. Und da kann man eine Menge an kritischen Punkten gegenüber China nennen. Ich bin, was die Menschenrechtslage angeht, sehr kritisch, was die chinesische Entwicklung angeht. Aber ich glaube, dieser Ausgangspunkt ist schon wichtig und den muss man einfach auch ins Bild mit hineinnehmen. Ich stimme Ihnen dazu. Im Konfuzianertum hat der chinesische Kommunismus eine 2000 Jahre alte Grundlage. Und das Konfuzianertum hat mit westlichem Humanismus wenig zu tun. Das regelt die Beziehungen der Menschen zueinander. Aber nicht der einzelne, unser Humanismus. Aber in China ist es nicht der einzelne Mensch, der das Maß aller Dinge ist, sondern es ist der Mensch in seinen sozialen Bezügen. Ordnung hieß Einordnung. Und das sieht Xi Jinping nicht anders. Absolut. Und ich glaube also nicht, dass sich in China eine Demokratie westlichen Musters, Westminster-Modell entwickelt. Was sich entwickeln kann und vielleicht zum Teil schon entwickelt hat, ist eine gewisse Rechtsstaatlichkeit. Wenn Menschen plötzlich Eigentum haben, das sie verlieren können, wollen sie sich wehren. Und da gibt es Anfänge. Aber ansonsten, ich glaube, mit unseren Menschenrechtspredigten kommen wir leider nicht weiter. Das können wir sehr bedauern. Jeder Deutsche und auch fast, ich glaube, jeder westliche Politiker bringt immer irgendwelche Menschenrechtsanliegen vor, wenn er zu Besuch in Peking ist. Ich habe einmal Helmut Schmidt, als er noch Kanzler war und der da auch einiges vorgebracht hat, gefragt, wie haben denn die Chinesen reagiert? Und da sagt er, sie haben chinesische Gesichter gemacht. Vielen Dank. Das ist wohl richtig, wenn ich mit einem halben Satz das ergänzen darf. Das ist richtig. Und doch gibt es eine Form, wie man auch mit Chinesen über solche Themen reden kann. Nämlich nicht übers Mikrofon.
Das wird bei uns in den Medien heftig kritisiert, auch zumindest diskutiert. Aber ich kann Ihnen nur sagen, aus der langen Praxis in China, die Bundeskanzlerin, andere Minister haben immer Menschenrechtsthemen auch angesprochen. Und ich selber war immer dann erfolgreich, etwa wenn es um Menschen ging, die in Haft waren und die wir aus der Haft frei bekommen wollten, wenn wir es so taktisch und auch strategisch angelegt haben, dass man die Chinesen nicht haben das Gesicht verlieren lassen. Würden Sie eingestehen, es ist immer dann gelungen, wenn die Chinesen mit dem Entgegenkommen auch einen bestimmten Zweck erreichen wollten? Das ist wohl so. Das ist aber in einem rationalen Hin und Her auch üblich. Aber es gibt viele Fälle, die nicht so bekannt sind wie die, die Sie im Auge haben. Auch Deutsche, die in Haft waren in China, die man nur über sozusagen die behutsame Politik hinter verschlossenen Türen aus einer solchen Situation hat befreien können. Und deshalb plädiere ich immer dafür, nicht nur auf die plakative Wirkung von Äußerungen, Politikeräußerungen zu schauen, sondern eben auch den Versuch zu machen, die Kanäle zu nutzen, die wir haben. Und die manchmal nicht ausreichend genutzt werden. Das ist jetzt noch mal eine gute Überleitung, um auf unseren vierten Themenkomplex zu kommen: Freiheit oder Sicherheit. Herr Sommer, Freiheit oder Sicherheit? Ist China eine Bedrohung für die westlich-liberalen Demokratien? Wir schließen so ein bisschen den Bogen jetzt hier in unserer Diskussion. Wir haben über Europa gesprochen, wir haben über Amerika gesprochen. Wie sehen Sie die Perspektiven, die Entwicklung in China? Also ich sehe für uns keine militärische Bedrohung. Und wie weit wir uns in Sicherheitsfragen einmischen sollen, also ich las neulich in der Zeitung, wir sollen doch den Chinesen unsere Häfen verschließen, wenn sie nicht im südchinesischen Meer eine ganz andere, offenere Politik betreiben. Und ihre sieben Meeresfestungen da wieder aufgeben. Ich glaube, das können wir nicht und das hat keinen Sinn. Was nun die Freiheit betrifft, da ist es völlig richtig, und ich habe darüber ein ganzes Kapitel über das Influencing, die Einflussnahme über Studentenvereinigungen, über akademische Gesellschaften, über Stiftungen, in Amerika ist das ein großes Thema, wo sie versuchen, die Leute sich gefügig zu machen für ihre Auffassung der Weltpolitik. Aber ich finde, das ist nicht die Bedrohung für uns. Ich würde es brutal so sagen, unsere liberale Ordnung und die liberale Weltordnung wird von Donald Trump sehr viel mehr gefährdet als von den Chinesen. Und außerdem, das sind Fragen an uns. Wir müssen uns dort aufraffen. Herr Schäfer. Also wir sind uns völlig einig in dem Punkt. Ich glaube, die einzigen, die unser liberales, freiheitliches System gefährden, sind wir selbst. Die Orbans, die Kaczynskis, die Salvinis dieser Welt und nicht nur Herr Trump. Wir schaden. Ich wollte es kurz machen. Ja. Entschuldigung, dass ich es etwas länger gemacht habe. Ich glaube, die Tatsache, dass das Modell unserer Gesellschaft, das wir in 70 Jahren jetzt gebaut haben, eben nicht mehr die Anziehungskraft, die Softpower hat nach außen. Das ist eine Folge, die wir selber zu vertreten haben. Und man sieht ja, dass für ganz viele Menschen, Millionen Menschen, Europa nach wie vor ein Sehnsuchtsort ist. Sonst würden nicht so viele von außen kommen. Und ich glaube wirklich, wir müssen überlegen, wie wir dieses Europa zu einem
internationalen, ja zu einem globalen Akteur in eigenem Recht machen können, zwischen oder neben diesen beiden großen Giganten USA und China. Und ich glaube, wir haben einiges zu bieten. Wir sind die größte Wirtschaftsmacht der Welt, größer als China, größer als die USA. Wir sind der Prototyp eines multilateralen gelungenen Projektes. Nirgendwo auf der Welt in der Geschichte hat es das je gegeben. Die EU ist auf Recht gebaut. Und diese Rechtsordnung, die wir uns gegeben haben, die sucht seinesgleichen. Wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft ein Modell entwickelt, das locker mit dem Staatskapitalismus der Chinesen mithalten kann. Im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten soziale Marktwirtschaft viel mehr als Exportartikel rausgeben. Ich will sagen, ich finde, wir müssen viel mehr Selbstbewusstsein haben, auch dieses Europa und vor allem unsere eigene Fähigkeit, in dieser Welt Lösungen zu bringen, nach vorne zu stellen. Stattdessen verhalten wir uns immer wie das Kaninchen vor der Schlange und sind fast paralysiert und bemitleiden uns selbst, dass es mit Europa immer weiter abwärts geht. Darin sehe ich wirklich eine Gefahr. Und diese Gefahr, die müssen wir revidieren. Wir haben am 26. Mai eine gute Gelegenheit, das mal zu unterstreichen bei den Europawahlen. Und ich glaube, viele von uns sind. Und viele von uns sind, glaube ich, sehr besorgt, dass diese Wahlen echt historische Wahlen werden könnten. Aber ich meine, diese Fragestellung Freiheit und Sicherheit im Verhältnis zu China sehe ich wirklich nicht als das den entscheidenden Punkt, wie im Übrigen auch gegenüber Amerika. Ich glaube, hier werden wir, in dem Punkt, werden wir eine eigene europäische Position entwickeln müssen. Wenn uns das nicht gelingt, dann allerdings wird möglicherweise das, was wir in 7 Jahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben, gefährdet werden. Ich glaube, dass wir die Illusion fahren lassen müssen, dass unsere Wertevorstellungen wirklich universell sind. Und das glaube ich umso weniger, je mehr die Chinesen ihr Gegenmodell entwickeln und je mehr dieses Gegenmodell unter all den autoritären Regimen der Welt Bedeutung gewinnt. Das ist ein Modell, das viele übernehmen. Und je mehr China sein Sozialkreditsystem, also dieses digitale Überwachungssystem in die Wirklichkeit bringt, es fängt jetzt schon an, diese Technik in autoritäre Länder zu exportieren. Also ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Welt auf eine neue Art, anders als im Kalten Krieg, zweigeteilt wird. Und es wird vor allem eine Zweiteilung in den Wertesystemen sein. Also dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, wir laufen auf eine Zweiteilung, ist das, werden wir sehen. Vielleicht haben wir auch eine Dreiteilung. Das, was ich momentan in den USA beobachte. Und ich habe viele, viele Jahre in den USA gelebt und fühle mich auch da sehr zu Hause. Aber das, was ich da heute mitbekomme, das beunruhigt mich ähnlich. Wir müssen vor allem uns davor hüten, doppelte Standards anzulegen. Die Standards, die wir bei China anlegen, müssen wir auch bei USA anlegen und bei anderen. Und lassen Sie uns eins nicht vergessen. China hat immer als Nachbarn die größte Demokratie und den größten Rechtsstaat vor Augen. Das ist Indien. Und da funktioniert nichts. Und das ist in der Perzeption vieler Chinesen ein Beweis dafür, dass diese Vorstellung, wir entwickeln uns hinein in eine westliche Welt,
dass die jetzt jedenfalls ziemlich abrupt zu Ende gekommen ist. Aber genauso wissen sie, dass es fast unmöglich ist, die Welt zu sinisieren, also chinesisch zu machen. Das heißt, in diesem Dilemma, ich will nicht Teil des Westens werden, aber ich kann gleichzeitig auch nicht die Welt zu meiner eigenen machen, wird sich sozusagen die Positionierung Chinas abspielen. Und ich glaube, hier hat Europa wiederum eine Chance, eine neue Form von Multilateralismus zu bauen, in dem man eben diesen Ländern wie China und Indien und Südafrika und Indonesien und Brasilien auch Mitsprache gibt. Man sieht es doch an den Vereinten Nationen, zumindest am Sicherheitsrat, dieser Sicherheitsrat mit seinem Vetorecht ist ein Dinosaurier der Weltpolitik. Die funktioniert nicht, weil wir festhalten an der Prärogative von 5 Mächten, die aber im Prinzip nicht mehr das abbilden, was wir heute zur Problemlösung auf der Welt brauchen, egal ob das Klimawandel oder Armutsbekämpfung oder Migration ist. Ich fürchte nur, dass unser nicht ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat auch daran nichts ändern wird. Klar. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle mal das Publikum mit einbeziehen, mit einigen Fragen. Darf ich die Studierenden bitten, mit den Mikrofonen zu kommen? Ja, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte hier einmal auf der linken Seite. Das Mikrofon kommt. Das Mikrofon kommt. So. Guten Abend. Mein Name ist Nikolaus Broschek. Ich bedanke mich für dieses interessante Konzept, was Sie vorgestellt haben mit den beiden Polen sozusagen. Können Sie das Mikrofon etwas dichter halten? Mir ist ein Punkt wirklich wichtig. Ich meine, wir müssen uns immer klar darüber sein, dass der Kernpunkt unserer Demokratie in der Menschenwürde besteht. Die Menschenwürde, die in Europa zumindest von Kant entdeckt wurde, hat ja letzten Endes zur Freiheit des Einzelnen geführt, die wieder eingeschränkt wird durch Rechte. Die Rechte werden kontrolliert in dem demokratischen System. Die Würde und die Rechte des Einzelnen können dem Menschen eigentlich nicht genommen werden. Das gibt es in Regelungen auch zur EMRK, der Europäischen Ordnung. Wenn man das mit China vergleicht, dort gibt es, das ist natürlich der geniale Schachzug für so Autokratien, dort gibt es natürlich auch die Menschenrechte. Die sind sogar in der Verfassung festgeschrieben. Nur der große Unterschied ist ja, die Menschenrechte können entzogen werden, wenn sich jemand gegen den Staat stellt. Und das ist die Basis für das autokratische System und die Totalüberwachung bis hin zur Biometrie. Das Modell ist erfolgreich. Wir haben gerade gesehen, wie viele Jahre, was eine Weltleistung, was da in China verbracht ist. Nur, das hängt auch damit zusammen, dass es eine einheitliche Leitung gibt, die über alle Bereiche verfügen kann. Wenn man sich die Reden von Xi Jinping ansieht, sieht man, er kann von der Kultur über die Politik, über die Sicherheit, er war ja auch im Militärbereich, kann er entscheiden. Bitte, das können wir in der Demokratie nicht. Sondern kurz zur Frage kommen noch. Ja, das ist die Frage von mir. Wie stellen wir uns dazu? Wie wollen wir, wenn wir sagen, der Systemvergleich geht vielleicht zu unseren Lasten aus, bedeutet das, dass letztlich die Autokratien in der Zukunft das Sagen haben werden und demokratische Systeme vielleicht auch nicht die wirtschaftliche Effizienz haben, die es haben müsste? Und wie stehen die beiden Herren zu dieser Frage? Dankeschön. Herr Sommer zuerst. Herr Schäfer. Also zu Ihrer ersten Aussage kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Natürlich ist die Menschenwürde der Kern unseres Menschenbildes. Nicht zuletzt ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes genau auf diesen Punkt fixiert. Nur das ändert nichts daran, dass andere Gesellschaften möglicherweise zu anderen Wertesystemen kommen. Das können wir kritisieren, das können wir bedauern, aber wir werden es nicht ändern. Die Frage ist, ob man trotz der unterschiedlichen Wertepositionierung doch zu einer Form Kooperation kommen kann. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe in China unzählige Menschen getroffen, die trotz dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben, letztlich
die Legitimität der Kommunistischen Partei für gegeben halten. Die sagen, die machen am Ende schon das, was für uns alle ganz gut ist. Sie bringen uns zu Wohlstand. Das mag man bedauern. Ich habe auch oft mit denen diskutiert und gesagt, ja, liegt euch denn gar nichts daran, dass ihr eure Meinung nicht frei äußern könnt, dass die Medien gelenkt sind, dass ihr in vielerlei Hinsicht beschränkt werdet in euren Rechten. Da haben sie gesagt, ja, aber ich möchte halt gerne auch eine Wohnung haben und ein Auto und materielle Werte haben. Und unterschätzen Sie das nicht. China hat momentan durchläuft eine ganz brutal kapitalistische Phase seiner Entwicklung. Und ich fürchte, dass jedenfalls in der breiten Bevölkerung das Bewusstsein für die Bedeutung dieser individuellen Menschenrechte, die uns allen ganz wichtig sind, dass sie nicht jedenfalls entweder nicht vorhanden oder jedenfalls bei weitem nicht so ausgeprägt ist. Die Vorstellung etwa, dass sich die Chinesen alle unterdrückt fühlen würden durch etwa auch das Social Index System, das gerade in zwei Provinzen als Pilotprojekt gefahren wird, das stimmt einfach nicht. Die Leute, wenn sie sie fragen, sagen, ja, aber es ist doch ganz gut, dass aus einem Fußballstadion 10 Leute, die als Verbrecher gesucht werden, rausgefiltert werden. Da würden wir mit unseren Vorstellungen von Datenschutz, würden wir auf die Bäume steigen, wenn man so eine Meinung hört. Aber das ist eine ganz weit verbreitete Vorstellung. Insofern, ich gebe Ihnen absolut recht, wir dürfen uns auch nicht schwächer machen, als wir sind. Wir sollen selbstbewusst auch gerade mit unserem Wertesystem und was aus diesem Wertesystem geworden ist, die Demokratie mit ihren Checks und Balances, sollen wir offensiv umgehen. Ich glaube auch, dass wir nach draußen offensiv umgehen müssen, ohne zu missionieren. Missionieren, das haben wir in Afrika gesehen, hat überhaupt nichts gebracht. Da haben wir nämlich versucht, Entwicklungspolitik mit all diesen Prinzipien zu verbinden. Und leider Gottes ist der Schuss nach hinten losgegangen. Und die Chinesen sind dann gekommen und haben die Rohstoffe eingesammelt. Das war also auch Teil einer verfehlten europäischen Entwicklungspolitik. Aber lassen Sie uns doch unser Wertesystem nicht einfach sozusagen uns aus der Hand nehmen lassen. Das ist Kern unseres Selbstverständnisses. Und ich finde, es gibt viele Länder auf der Welt und viele Gesellschaften, die dem durchaus auch offen sind. Und deshalb sollten wir, meine ich, offensiv auch damit umgehen. Also ich kann da jedem Wort zustimmen. Wir müssen unsere Werte leben. Und nur wenn die beispielhaft sind, können wir hoffen, dass auch andere sich ihnen geneigt fühlen. Im Übrigen scheint es mir doch die Aufgabe der Politik zu sein, dass solche ideologischen Klüfte, Differenzen, Divergenzen, dass die nicht zu geopolitischen oder gar zu militärischen Konfrontationen führen. Und das ist die Aufgabe der Diplomatie. Weitere Fragen noch aus dem Publikum. Ganz da hinten bitte. Guten Abend. Ist das Ding eingeschaltet? Prima. Hans Kraus, keine Frage zu den Menschenrechten, eine Frage zum Kapitalismus. China hat heutzutage Firmenaufkäufe von 27 Milliarden hier in Deutschland getätigt. 2016 waren es 73 Milliarden. Heißt das etwa, dass wir jetzt nach China gehen müssen, um die besser gewordenen Fakes selber aufzukaufen? Irgendwie ist das akustisch sehr schwierig. Die Frage ist ganz schlichtweg einfach, wäre es nicht an der Zeit, dass wir von China Firmen aufkaufen und nicht unsere Firmen hier nach China verkaufen? Denn in der Zwischenzeit zwischen 2016 und heute liegen ein paar Milliarden
wo die Chinesen keine Firmen mehr bei uns kaufen, weil sie schon satt sind? Das ist eine der ganz aktuellen Fragen. Wie viel chinesische Aufkäufe sind zu viel chinesische Aufkäufe? Oder wie viel Beteiligung von China an unserem technischen Fortschritt, an der technologischen Entwicklung ist wünschenswert und wie viel ist riskant oder gar gefährlich? Sie alle lesen in diesen Tagen viel über Huawei. Huawei ist der größte Mobilfunkausrüster, glaube ich, in der Welt. Steht unter dem Verdacht, dass es regierungshörig ist und dass es seine Technik so einrichtet, dass da abgehört werden kann. Und das gilt jetzt zumal in der Diskussion für das von Professor Göring erwähnte 5G-Mobilfunksystem, also die nächste Generation. Der Chef von Huawei stammt aus der Volksarmee, wie heißt sie, Befreiungsarmee. Der ehemalige Chef, ja. Ja, der ehemalige. Und es gibt ein nationales Sicherheitsgesetz, in dem jeder Bürger und jede Organisation verpflichtet ist, eng mit den Geheimdiensten zu kollaborieren und zu kooperieren. Und da fragt man sich natürlich, wie sicher ist das wirklich? Eines wissen wir, unter anderem Huawei hat den Afrikanern, der Afrikanischen Union in Addis Abeba, ein Hauptquartier gebaut und dort die Telekommunikation eingerichtet. Und eines Tages entdeckten die Afrikaner, dass jeden Abend pünktlich um 17 Uhr der gesamte Digitalverkehr nach China gemailt wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich ernsthafte Einwände sind. Die Amerikaner, die Australier, die Neuseeländer wollen mit Huawei nichts zu tun haben. Bei uns wird noch debattiert. Was wäre denn Ihr Ratschlag an die Bundesregierung? Also mein Ratschlag wäre, eine eigene europäische Kapazität aufzubauen. Aber ich möchte noch vor einem anderen Punkt warnen. Sie haben auf die Fakes der Chinesen hingewiesen. Natürlich kommen, ich glaube, 80% aller Fakes kommen aus China. Aber glauben Sie bitte nicht, dass die Chinesen noch angewiesen sind auf das Abkupfern von Technologien. Das war die Phase zwischen 1900... Die melden sich gerade aus Shenzhen. Die haben zugestimmt. Nein, aber ich glaube, wir müssen uns einfach mit der Tatsache befreunden, dass die Chinesen sich genauso entwickelt haben wie die Deutschen, die Japaner und die Koreaner. Sie wissen, dass Made in Germany, ein Kampfbegriff der Briten gegen deutsche abgekupferte Produkte in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Wir wissen alle, wie wir die japanische Invasion in den 60er Jahren und das Abkupfern der Japaner von uns kritisiert haben. Das Gleiche passierte dann mit den Koreanern, mit den Chinesen. Es passiert mit allen wachsenden Wirtschaften. Das ist natürlich nicht akzeptabel, ist aber ein natürliches Phänomen. Nur die Chinesen sind weit darüber hinaus. Die Chinesen sind heute an einem Punkt, wo sie in den Kerntechnologien nicht nur eigene Kapazitäten aufgebaut haben, sondern uns auch wissenschaftlich im Forschungsbereich, vor allem in der angewandten Technologie, den Rang abzulaufen drohen. Und das gilt insbesondere für diese ganz wichtigen Technologien wie die künstliche Intelligenz,
wie die, das automatische autonomes Fahren. Alle diese Technologien beherrschen mittlerweile die Chinesen selbst und sind nicht mehr darauf angewiesen, unser Know-how und die Technologie zu holen. Umgekehrt sagen unsere Maschinenbauer alle, sie haben eigentlich immer das Gefühl, dass sozusagen gerade die Käufe, die sie hier bei uns in Deutschland gemacht haben, und da könnte ich Ihnen jetzt ein halbes Dutzend Firmen nennen, jedenfalls nicht dazu geführt haben, dass der Technologieschwund bzw. der Transfer nach China gegangen sind und sie dann die deutschen Firmen sozusagen aufgegeben haben. Also wir müssen auch hier, glaube ich, differenzieren. Die Gefahr ist immer groß. Die Gefahr ist auch immer groß, wenn andere Firmen bei uns kaufen. Aber ich bitte Sie, unsere Investitionen in China sind noch bei weitem höher als die chinesischen Investitionen bei uns. Darüber redet gar keiner. Und also irgendwo müssen wir, und das ist, glaube ich, der Punkt, den Ted Sommer vorhin auch genannt hat, den ich sehr wichtig finde, wir müssen nach dem Prinzip der Reziprozität gehen. Wenn wir den Chinesen Marktöffnung anbieten, dann sollten wir das nur tun, wenn die Chinesen uns genauso Marktöffnung anbieten. Wenn das einigermaßen hinhaut, dann wird es meines Erachtens ein Do und Des geben. Da wird es immer noch Ausreißer geben, aber zumindest wird das dann zu einem vernünftigen Interessenausgleich kommen. Also ich habe ein ganzes Kapitel über diese Aufkäufe. Es gibt viele deutsche Firmen, die dadurch, dass sie sich mit Chinesen zusammentun, nun plötzlich finanziell wieder flüssig werden. Außerdem erwerben sie einen riesigen Markt. Aber es gibt natürlich auch einige andere. Und da ist KUKA zum Beispiel im Moment ein Beispiel, dass es nicht so gut gegangen ist. Das ist der führende deutsche Roboterhersteller. Und den haben die Chinesen gekauft. Und alle haben gedacht, das wird nun ein Riesenerfolg. Und jetzt wird abgebaut, wird eingestellt werden, Werkteile geschlossen. Also man kann da nicht generalisieren, sondern muss in jedem Falle genau hingucken. Ich würde gerne jetzt noch mal drei Fragen sammeln. Ich hatte eine hier vorne von Herrn Surke, eine war hier noch ganz vorne, Nummer zwei, und eine war, glaube ich, noch ganz hinten. Genau, dann würde ich jetzt gerne die drei Fragen sammeln, sodass die dann nacheinander beantwortet werden können. Ja, ich mache es auch ganz kurz, Sascha Surke. Theo Sommer erwähnte ja am Eingang gleich den monetären Imperialismus Chinas. Das hat mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt und das taucht ja auch in dem Buch auf. Ich sehe natürlich schon eine ganz große Gefahr darin, dass im Rahmen dieser Belt and Road Initiative China Verträge mit diesen Partnerstaaten schließt, also auch Stichwort Rule by Law, dass China ganz stark die mittlerweile 90 Staaten, mit denen sie Verträge schließt, im Rahmen dieser Belt and Road Initiative, natürlich dazu auch zwingt, die chinesischen Bedingungen, nicht nur für die Investments, sondern insgesamt im Rahmen dieser Verträge anzunehmen. Und ich meine, da können wir mit unserer Menschenrechts- und Demokratiekeule kommen, so oft wir wollen. Wenn diese Verträge so geschlossen sind, sind sie natürlich für beide Seiten auch rechtlich bindend. Also jetzt mal an beide gefragt, das sind doch wirklich große Gefahren, auch weil das natürlich außerhalb der WTO passiert, auch weil das dann gar nicht mehr multilateral ist, auch wenn sich die Chinesen immer dazu bekennen. Das sind alles bilaterale Verträge. Ich würde gerne jetzt noch zwei weitere Fragen sammeln und dann können wir das zusammen beantworten. Ja? Ich wollte noch mal anknüpfen an den Bereich, den Sie jetzt gerade genannt haben, wie stark im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, im Bereich des angewandten Bereichs die Chinesen einfach gar nicht mehr die Abkupferer sind, sondern in Bereichen enorm führend sind. Wäre dann nicht sozusagen auch viel stärker in den Blick zu nehmen als Fragen von Menschenrechten und Ähnliches, dass wir einfach hier eine sehr viel stärkere europäische Initiative ergreifen,
um in dem wissenschaftlichen Bereich, in der Grundlagenforschung wie in der angewandten Forschung, also sehr viel konzentrierter, sehr viel besser abgestimmt innerhalb Europas, ein ganz anderes Potenzial entwickeln, als wir es im Moment haben. Sehr bedauerlich aus dieser Sicht, denke ich, ist ja auch die Entscheidung, die die EU gerade getroffen hat, was die beiden Lokomotivunternehmen angeht, in Frankreich und in Deutschland. Also ist das nicht der Fokus, den wir sehr viel stärker in den Blick nehmen müssen? Eine letzte Frage, dort einmal ganz hinten. Guten Abend, Stefan Dierks, mein Name. Ich habe zwei kurze Punkte. Zum einen zu dem Social Index System, was Sie erwähnt haben. Es gibt ja Informationen darüber, dass die Akzeptanz auch daher rührt, weil dieses System ermöglicht, im Geschäftsverkehr die Glaubwürdigkeit und die Kreditwürdigkeit von Geschäftspartnern, und zwar sowohl Unternehmen als auch Privatmenschen, beurteilen zu können. Weil es bis dato eben in China auch kein solches System wie meinetwegen die Schufa und vergleichbare Systeme gibt. Ist das nicht ein Punkt, den wir deutlich mit berücksichtigen sollten in der Bewertung, aber auch in der Art und Weise, wie wir damit umgehen? Und der zweite Punkt ist vielleicht eine etwas naive Frage, geht um die USA. Inwieweit spielt denn dort Japan eine Rolle auch? Also Japan und China haben eine sehr schwierige Geschichte untereinander. Japan ist deutlich nervös wegen des Aufstiegs von China, überlegt sogar Atomwaffen anzuschaffen, oder es gibt zumindest Regierungsmitglieder, die dies überlegen. Inwieweit gibt es dort eine Loyalität seitens der USA auch in Richtung Japan, was noch ein Beweggrund mit sein könnte? Zur ersten Frage, Herr Sommer, möchten Sie beginnen? Monetärer Imperialismus. Also, ich teile Ihre Sorge, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Von den 90 Kooperationspartnern der Seitenstraße muss jeder ein Memo of Understanding unterzeichnen, in dem er sich verpflichtet, die chinesischen Kerninteressen und Anliegen zu unterstützen. Das heißt, die chinesische Politik im Südchinesischen Meer, die chinesischen Drohungen gegen Taiwan, etc., etc. Von den Europäern hat bisher keiner dieses, oder hatte lange keiner unterschrieben. Ich glaube, die Griechen haben es jetzt als erstes gemacht. Die haben wir gezwungen, vor 10 Jahren zu privatisieren. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihren Hafen für 99 Jahre an die Chinesen gegeben. Und von dort aus schieben sie sich nun vor auf den Balkan, bauen eine Eisenbahnlinie, zunächst Budapest-Belgrad, soll aber verlängert werden. Und da sieht man, wie dieser politische Einfluss oder der wirtschaftliche Einfluss eben auch politische Folgen hat. Eine Folge war, dass wir zum Beispiel in 2 oder 3 Fällen keine gemeinsamen EU-Erklärungen mehr zu bestimmten chinesischen Politiken abgeben konnten. Also ich sehe da schon eine Gefahr. Herr Schäfer, dazu noch ergänzend. Also ich glaube, man muss sich auch mal in die Schuhe der Vertragspartner der Chinesen hineinversetzen. Und das sind nicht nur die Zentralasiaten, sind die Afrikaner und andere. In der Tat, wenn sie alleingelassen bilaterale Verträge abschließen, ist die Gefahr von Knebelung durch einen übermächtigen, gigantischen Partner China groß. Und genau deshalb kommen ja die Zentralasiaten zu uns Europäern und sagen, wir wollen diese Seidenstraße oder diese Belt and Road nur zusammen mit euch ausfüllen. Es ist bereits jetzt die gleiche innere Abwehr bei den Zentralasiaten gegenüber China spürbar, die sie auch gegenüber Russland gehabt haben. Und wenn Sie sich mal angucken, wie das chinesische Auftreten in Afrika sich verändert hat. In den ersten 10 Jahren sind die Chinesen genau mit diesen 20.000 Arbeitern gekommen, die haben dann eine Straße in Südafrika gebaut und die Afrikaner saßen am Rand und haben zugeguckt. Ich habe mal den südafrikanischen Botschafter gefragt, wieso lasst ihr euch das eigentlich gefallen?
Und da hat er gesagt, ganz einfach, wenn wir diese Straße bauen, haben wir sie in 7 Jahren noch nicht. Wenn die Chinesen kommen, sind sie in 7 Monaten fertig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Pacta sunt servanda. Also nun sagen wir mal ehrlich, Pacta sunt servanda ist auch für Herrn Trump nicht ein Prinzip, dem er folgt. Wenn ich mir das Iran-Abkommen, das ich selber 5 Jahre mitverhandelt habe, angucke, dass die Amerikaner jetzt einfach gekündigt haben, extra legem, kann ich dazu nur sagen, und dann versuchen, auf die, die vertragstreu sind, Sanktionen auszuüben, dann frage ich mich, ob unser Anspruch an Vertragstreue aus diesem westlichen Verständnis wirklich noch nachvollziehbar ist. Also auch hier der doppelte Standard. Ich sage nicht, dass ich eine solche Knebelung, dass wir uns dem nicht entgegenstellen sollten. Aber wir sollten es klug tun. Und wir sollten es klug tun, indem wir Kooperationen mit Zentralasiaten, mit Afrikanern, mit Indern, mit anderen finden. Nicht gegen die Chinesen, sondern um mit den Chinesen bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen. Das ist die einzige Art und Weise, die Einbindung von Chinas in multilaterale Prozesse. Das alte Sprichwort, if you can beat them, join them, ist hier gar nicht so falsch. Und die Chinesen sind einem solchen multilateralen Vorgehen noch nicht negativ gegenüber. Anders als momentan die Trump-Administration. Und ich glaube, das sollten wir nutzen und sollten solche auch vielleicht neuen multilateralen Strukturen nicht gegen die USA oder gegen China, sondern mit beiden zusammen entwickeln. Zur zweiten Frage, die Führungsrolle von China in Technologiefragen im wissenschaftlichen Bereich. Herr Sommer, möchten Sie beginnen? Ich will da keine Einzelheiten erzählen und die stehen mir alle drin. Aber was Herr Schäfer sagte, ist völlig richtig. Es sind keine Abkupferer mehr, es sind Innovatoren geworden. Und sie sind uns in vielen Feldern weit voraus und stehen auf gleicher Stufe, künstliche Intelligenz, Quantentechnologie etc. mit Amerika. Also das ist richtig. Und ich verstehe nicht, warum Frau Vestager, die Kommissarin, aus Wettbewerbsgründen den Zusammenschluss von Siemens und dem französischen Unternehmen Alstom, die also Hochgeschwindigkeitszüge bauen, untersagt hat. Denn die Chinesen haben den größten, das größte Eisenbahnbauunternehmen inzwischen geschaffen. Wie bitte? Also es gibt ein ganz großes, die haben auch in den letzten 12 Jahren etwa 30.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut. Also zu sagen, wir brauchen in Europa den Wettbewerb und deswegen müsst ihr alle klein bleiben, heißt, dass wir im Wettbewerb mit den chinesischen Titanen auf diesem Felde unterliegen werden. Und ich verstehe das nicht. Und ich bin also da sehr für Herrn Altmaier und für Monsieur Le Maire, die sagen, wir brauchen eine industrielle eine Industriepolitik. Was die Chinesen machen, dass sie Global Champions schaffen, die auch in Milliardenhöhe finanzieren, das müssen wir auch machen, wenn wir uns behaupten wollen. Also vielleicht nur ein Satz dazu. Ich bin da völlig der Meinung von Herrn Sommer, was Vestager und diese Entscheidung angeht. Aber man muss sich mal angucken, wie weit die Chinesen schon sind. Ich war vor 4 Monaten eine ganze Zeit in Hangzhou und habe Alibaba besucht. Das ist dieses große Unternehmen, das von Jack Ma aufgebaut worden ist und so sozusagen der Zusammenschluss von Amazon und PayPal und eBay und einigen anderen Diensten ist. Aber die sind viel weiter schon.
künstliche Intelligenz für die ist zum Beispiel die Regelung des Verkehrs in einer der von Staus am schwersten betroffenen Städte des chinesischen Festlandes, nämlich Hangzhou. Und die haben es in 3 Jahren geschafft, über künstliche Intelligenz einen völlig staufreien Verkehr hinzukriegen. Ich meine, dass das die Leute natürlich auch sozusagen positiv stimmt, ist doch ganz klar. Und das leitet eigentlich über zu der Frage von Herrn Dietz mit dem Social Index System. Natürlich sehen die Leute in allererster Linie auch mal die Vorteile, die es haben kann. Nur ich warne davor, wenn Sie 3-mal bei Rot über die Ampel gehen und dann keinen Kredit mehr kriegen, dann weiß ich nicht, ob das sozusagen der Anknüpfungspunkt für einen gerechten Schufa-Ersatz ist. Ich will da nur mal kurz erklären, wie das ist. Jeder kriegt, was Sie probieren im Moment noch. Sie sagen, es ist noch im Experimentalstadium. Jeder kriegt 1000 Punkte. Wenn er bei Rot über die Ampel geht, werden ihm x Punkte abgezogen. Und wenn er Hundehaufen nicht sauber macht, wenn er sich nicht um seine Eltern kümmert, wenn er zu viel Zeit am Computer verdattelt, werden Punkte abgezogen. Und wenn Sie auf 600, wenn Sie sich aber sehr benehmen, wenn Sie sich um Ihre Eltern kümmern, wenn Sie die Hundehaufen beseitigen, dann gibt es Pluspunkte. Aber wenn Sie weniger als 600 haben, werden Sie bestraft. Dann dürfen Sie nicht mehr in Hotels übernachten, dürfen nicht mehr fliegen und dürfen keine Kreditkarten mehr haben. Also es ist ein sehr, na, wie soll ich sagen, binäres System. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne noch mal die Gelegenheit geben für ein kurzes Schlusswort von Herrn Sommer und auch noch mal von Herrn Schäfer. Herr Schäfer, möchten Sie noch kurz ein paar abschließende Gedanken zum Ausdruck bringen? Ich möchte einfach nur dazu einladen, auf dieses große Land China, das in der Tat dieses Jahrhundert bestimmen wird, da finde ich, ist der Untertitel von Herrn Sommer ganz richtig gewählt. Er tut es in großen Teilen schon. Ich möchte einladen, dass dieser Blick einfach auch differenziert bleibt. Nicht alles, was insbesondere in unserer Öffentlichkeit als kritisch diskutiert wird, muss so als bare Münze hingenommen werden. Man muss immer auch die Frage stellen, woher kommt eigentlich diese Gesellschaft? Und wo will sie hin? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nach wie vor allen geopolitischen Interessen die Konsolidierung der Bevölkerung und das Hochwachsen der chinesischen Bevölkerung zu einem relativ moderaten Wohlstand das absolute Ziel der Politik ist. Und ich glaube, man würde einen großen Fehler machen, zu glauben, dass dieses nur eine zynische, den Menschen verachtende Politik ist, die darauf angelegt ist, eine globale Hegemonie zu etablieren. Dass China hegemoniale Ziele verfolgt, ist für mich außer Frage, hat es in seiner ganzen Geschichte getan, auch in seiner ganzen Umgebung. China hat sich immer als wohlwollender Hegemon in Asien verstanden. Und ich bin auch sicher, dass das jedenfalls das Bild ist, das viele Chinesen weiterhin haben. Aber unsere Diskussion hat ja deutlich gezeigt, dass wir nicht diese Angst vor dieser gelben Gefahr haben müssen, sondern dass wir einfach antworten müssen mit einem Mehr an Europa und einem Mehr auch an europäischer aktiver Beteiligung an der Neuordnung dieser Welt, die nicht aus den Fugen geraten ist, will ich gar nicht sagen. Aber wir stehen vor einer dritten Revolution. Wir haben das europäische Zeitalter gehabt. Wir hatten das amerikanische Zeitalter. Wir werden in ein chinesisches Zeitalter kommen. Und die Welt darauf vorzubereiten mit Strukturen oder mit einer Architektur, in der nicht nur die beiden Giganten das Sagen haben, sondern auch wir Europäer und andere in einer multipolaren Welt, das scheint mir von großer Bedeutung zu sein. Und das ist keineswegs ausgeschlossen, dass uns das gelingen kann.
Danke, Herr Peter. Herr Sommer, ich darf Ihnen das Abschlusswort geben. Also ich stimme Herrn Schäfer voll zu. Was wir erleben, ist in der Tat die größte Verschiebung von Macht und Wohlstand in den letzten 500 Jahren. Um das Jahr 1500 herum trat Europa auf den Plan, Entdeckung Amerikas, Vasco da Gama nach Indien. Um das Jahr 1900 herum trat Amerika auf die Bühne und hat es, diese Bühne, weltpolitische Bühne, dann 100 Jahre militärisch, politisch und wirtschaftlich beherrscht. Und was wir jetzt erleben, ist die dritte Machtverschiebung in diesem halben Jahrtausend. Und das meistens liest man nach Asien, aber Asien heißt in erster Linie China. Und was schon angedeutet wurde, die Inder, die in 30 Jahren eine größere Bevölkerung haben werden, die schaffen es einfach nicht aufzuschließen. China wird eine Weltmacht bleiben und in einer Weltordnung, in der es vielleicht 5 Großmächte gibt, wie Ende des 19. Jahrhunderts in Europa. Da hat China seinen Platz. Diesen Platz müssen wir ihm einräumen. Wir müssen da auf Einhaltung der Regeln achten. Aber wir sollten nicht wie Trump brutal versuchen, politische Änderungen zu bewirken, sondern das müsste erledigt werden in den bestehenden internationalen Institutionen. Und also, wenn ich es nochmal Englisch sagen darf, die Hitzköpfe in Amerika wollen Chinas Aufstieg impede and counter, verhindern und gegenhalten. Ich würde eher sagen embrace and hedge, ja. Umarmen und einhegen. Ja. Und wenn ich noch etwas sagen darf, was nicht in meinem Buch steht. Das geht. Wenn ich so drüber nachdenke, was die Chinesen alles überall in der Welt geschafft haben und geschaffen haben während der letzten 20, 30 Jahre, dann denke ich mir eigentlich, wir sollten die Deutsche Bahn an die Chinesen verkaufen. Die würden mit 20.000 Mann anrücken und nach Feierabend auch noch den Berliner Flughafen reparieren. Ich darf mich ganz herzlich bedanken im Namen der Zeitstiftung und auch im Namen der Bucerius Law School für diese tolle Diskussion. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ein kleines Dankeschön von uns. Oh Gott, ja, danke. Ja, meine Damen und Herren, der Applaus zeigt mir, dass Sie alle damit einverstanden sind, dass wir heute dafür plädieren, dass Nina Smith, Michael Schäfer und Theo Sommer 10 Punkte auf ihrem Social Index bekommen, damit sie endlich aus ihrem 595-Punkte-Loch wieder hervorkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.